schönen Tag. Ja, gucken wir. Ich bin im Moment größer. Ja, weil ich auf die Baumstamm bin. Und da ist mir wirklich was aufgefallen. Muss ich euch jetzt mal gerade sagen. Also ich bin jetzt auf die Baumstamm und dann sieht der Käfer von hier oben ganz anders aus von hier unten. Ja, unten sieht er nicht so schön aus und von hier oben, da scheint die Sonne drauf und da sieht er schön aus. Ja, und das ist, weil ich den jetzt in einer anderen Perspektive sehe. Jawohl, ja, weil ich da jetzt anders da stehe. Jetzt habe ich mir gedacht, das muss das sein, wenn wir irgendwas sehen, was vielleicht ganz anders da wäre, wenn, da muss ja die Perspektive wechseln, die eigene Meinung bilden. Und dann musst du sagen, jawohl, ist gut oder jawohl, ist nicht gut. Und nicht klar, was man dem einfach so hinhält unter Zeit oder so. Da gibt es ganz böse Leute, die wollen Meinungsmache betreiben. Die wollen dir was erzählen, ja, was eigentlich gar nicht stimmt. Nur weil sie dann ihr Profilfitz davon haben. Ja, da müsst ihr aufpassen, ne? Also wechselt öfter mal die Perspektive. Mal von oben, von unten, von rechts, von links, von hinten, von vorne und so. Und da stellen wir fest, dass doch ganz viel Käse verzappt wird und ihr dann drauf reinfalle, weil ihr nur von einer Seite drauf gucke und alles klare, nur weil der das dann auch gesagt hat. Das müssen wir nicht machen. Muss jeder sein eigener Kopf in schalten. Weißt du, das ist es so. Ja, muss einfach mal Auge zu, Auge aufmachen und dann sagen, okay, jetzt wechsle ich die Perspektive, kontrolliere das, ne? Und dann erst glaube ich das oder glaube das nicht. Ja, weil ihr seid so die Intelligenz. Ja, weil ihr seid so Zweibeiner. Ja, naja, gut, okay. Also so Vierbeiner kann euch das ja auch mal erzählen, ne? Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und passt auf euch auf, so lasst euch nicht immer da irgendeinen Käse erzählen, ne? Jo, bis dann, euer Merlin.